Ich grüße an alle Interessierte mit dem gleichen Problem, dass der Wasserkreislauf leer ist. Wir machen mal die Maschine an. Dann kann ich euch mal zeigen, was bei mir das Problem ist. Der Aufheizvorgang läuft. Bitte warten, wird angezeigt. Hier läuft nichts. Spülvorgang läuft. Hier läuft auch nichts. Normalerweise müsste jetzt Wasser laufen, weil das Gerät sich spült. Schalte die Maschine wieder aus. Zuerst habe ich hier den Wassertank überprüft. Hier ist eine Öffnung. Wenn man hier mit dem Finger oder mit einem spitzen Gegenstand reinfasst, fließt hier Wasser raus. Geguckt, gereinigt, läuft alles. Hier die Öffnung ist frei, wo quasi vom Wassertank das Wasser fließt in die Maschine. Das ist die Rückansicht von der Maschine. Ich habe jetzt den Netzschalter und den Netzstecker gezogen und werde jetzt hier vier Torx-Schrauben öffnen und dann gucken wir, ob wir weiterkommen. Für die Öffnung braucht man hier einen Torx mit Bohrung, also einen Torx mit einem Loch. In meinem Fall ist das T20. Nun sollte der Deckel abnehmbar sein. Hat hier so ein Raster. Und hier müsste die Pumpe sein. Die Pumpe ist hier. Und wenn man hier das schon geöffnet hat, kann man hier das hier zumindest säubern. Die Pumpe selbst ist hier auf einem Gummi gelagert. Das ist hier alles gummiert. Markieren einfach nur, damit ich das später nicht verwechsle, wo was hingehört. So, als nächstes wird hier diese Leitung entfernt. Das ist die Leitung, die vom Wassertank kommt. Hier kommt auch Wasser raus. Und die reinige ich auch mal. Ein bisschen Lappen abgeschlossen, damit es freigängiger wird. So, das klappt eigentlich ganz gut. Nur ein bisschen weniger Lappen nutzen und schon ist alles hell. Ich spüle das nochmal durch. Ideal. So, eine neue Pumpe wurde bestellt. Jetzt bauen wir die alte aus und tun die neue rein. Hier nehmen wir die genannten Stifte. Es sollte eigentlich hier kein Wasser austreten, da Pumpe defekt ist auch so trocken. Dann tun wir das hier rausziehen. Hier müsste Wasser drin sein. Obwohl die Pumpe funktioniert nicht, ich glaube nicht. Sehen wir aber gleich. Hier sind so zwei Nasen. Wie gesagt, auch hier kein Wasser. Gut, jetzt brauchen wir noch
den Schlauch hier. Ups. Und den Membran abschrauben. Ich habe keine neuen Dichtungen und hoffe, dass es hält. So, dann brauchen wir hier noch den Dämpfer. Der markierte Schuh kommt nach außen. Hier ist die Markierung. Hier ist die Markierung. So, dann hier abnehmen. Federung. Ups. Sitzt. Das ist schon mal gut. Dann rückwärts den Membran einsetzen. Und die Feder sieht hier eigentlich gut aus, aber es wird empfohlen, die mitzuersetzen. Ich habe jetzt keine und hoffe auf Dichtigkeit. In den Schlauch rein. Bis zum Anschlag. Erstmal der Schlauch eingesetzt. Hierfür muss hier durch diese Dichtung. Hier ist eine Dichtung drin. Genau. Auf den Schlauch eingesetzt. Und hier ist auch eine Dichtung. Schlauch eingesetzt. Dann stecke ich das mal hier rein. Zack. Man fühlt das eigentlich, bis er sitzt. Und die Klemme. Die Klemme. Die Klemme.
So. Jetzt wird das hier eingefädelt. Und hier Magnetschalter eingesetzt. Aber man muss es mal hier reinschieben, damit es hier eigentlich auch platztechnisch passt. So, auf die Kabelung achten. Die Verkabelung gehört hierher. Gut, Kabel, Schlauch. Könnt ihr es da sehen? Ja, so. Hier reinschieben, bis es einrostet. So ist gut. Und die Klemme nicht vergessen. Die Klemme. So, sitzt. Nochmal rein. So, dann sind wir hier fertig. Strom haben wir drin. Die Federung, die gehört hier nach oben rein. Ich bin mal gespannt. So, sitzt straff. Die Schläuche sitzen. Das werde ich noch mal reinschieben. Die Schläuche habe ich auch mit gereinigt. So, jetzt will ich mal die ein bisschen zu mir drehen. Und mal gucken. Ich bin eigentlich durch. Die Schläuche, die sind fest. Membran, Stromstecker. Alles gut. Und jetzt kommt die Einschaltprobe. Unter Strom ist sie. Netzschalter ist eingedrückt. Start. Ich bin mal gespannt, ob hier alles trocken ist und alles wie. Okay, kein Spülgang. Dann werden wir mal Heißwasser zapfen. Läuft. Läuft. Ich prüfe mal später, ob hier alles trocken ist, weil ich habe das ja hier alles geöffnet. Die Membran habe ich herausgeholt und raufgeschraubt. Die Pumpe, die Schläuche hier. Das muss man noch natürlich beobachten. Okay, das läuft schon mal. Das ist gut. Stopp. Und jetzt holen wir mal uns einen kleinen Kaffee mit viel Aroma, damit die Maschine ein bisschen was zu arbeiten hat. Das tue ich mal auskippen. So, der Behälter ist leer. Kleiner Kaffee, viel Aroma. Kaffee. Jetzt alles trocken. Und dann gucken wir, ob das auch hier so funktioniert wie gerade mit Heißwasser. Müsste aber. Weil wenn Heißwasser funktioniert, dann läuft auch dieser Ausfluss auch gut. Na? Perfekt. Die Reparatur ist vollbracht. Alles funktioniert. Ich werde das hier noch 2 Tage lang beobachten, ob das hier trocken ist. Ansonsten läuft es wie gewohnt. Alles Gute, tschüss, tschüss. Abonnieren und liken nicht vergessen. Bis demnächst.